Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Hoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Wir sind mal wieder in einer Mission, die wir so wahrnehmen müssen. Wir haben jetzt keine Auswahlmöglichkeit. Wir sind in Südithilien unterwegs mit der Armee Mordors. Südithilien bildet die Grenze zwischen Gondor und dem Land der Haradrim. In diesem umkämpften Reich sind alle in Gefahr. Macht euch bereit! Feuer frei! Schießt! Schießt! Jetzt! Yes! Stört dieses Lager der Menschen! Jagt sie aus diesem Land! Ein für alle Mal! Ihr geliebter verbotener Weiher! Legt alles in Schutt und Asche! Im Norden ist ein Lager der Orks. Los, holen wir es! Aufstehen, ihr Hunde! Wir haben Messerarbeit zu tun! So, dann schauen wir mal. Ihr dürft mal direkt hier drauf. Sucht den Feind! Ihr dürft auch da drauf. So, jetzt müssen wir einmal kurz ein bisschen sortieren. Wir haben nämlich doch einige Truppen. Macht euch bereit! So, nehmen wir erstmal die Bogenschützen auf die 2 und die Haradrim auf die 1. Warte mal, euch habe ich jetzt vergessen. So, erstmal ein paar Schmelzöfen. Ja, für ein paar reicht es natürlich nicht. Seid wachsam! Seid bereit! Diese Waldläufer verschmerzen mit den Bäumen! Treibt die Mummakil durch den Wald und zerstört ihre Deckung! Wen durch den Wald treiben? Die Mumakil? Ich nehme an, die meinen die Olifanten, aber... Warum die einen anders nennen, weiß ich nicht. Ist mir auch gerade egal. Sucht den Feind! Männer heraus! So, ihr holt euch mal bitte da vorne und baut ein Sägewerk. So, übernimmt im nördlichen Orklager das Kommando. Ja, das sollten wir hinkriegen. So. Haben wir denn jetzt irgendwie die Möglichkeit, noch an etwas schneller an Geld zu kommen? Nee, es ist gerade echt ein bisschen mau, ne? Ich meine, ja klar, hier das Sägewerk, aber nicht das Gelbe vom Ei, ihr Lieben. Unsere Verbündeten sind nördlich von hier. Wenn wir zu ihnen stoßen, können wir die Waldläufer zurücktreiben. So. Wir werden angegriffen! Was? Ja, die Gondolianer müssen hier vorbeigekommen sein. Zack und weg. So, da sind noch mehr. Oh, da kommt ja gerade einiges auf uns zu. Okay, scheinbar kommt es doch nicht auf uns zu. Okay, soll uns recht sein. Krieger der Haradrim! So, ihr Lieben, dann mal Feuer frei. Noch mal einen Sturmangriff. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Ich sollte den Olifanten nicht vorschicken. Das ist denkbar schlecht. Wollt ihr euch auch mal wehren oder so? Habt ihr Bock? Ja, guck, haben sie tatsächlich ein bisschen Bock drauf. Aber nur ein bisschen, nicht zu viel, ganz wichtig. Und da hätten wir schon ein Feindeslager, das interessiert uns aber erst einmal noch nicht.
So, jetzt haben wir doch schon mal ein paar Ressourcen. Also, machen wir erstmal eine Ohrgrube. Haben wir auch eine Rüstkammer? Nee, ne? Ach nee, Quatsch, das macht man ja alles in der Ohrgrube. Dann machen wir noch dich. Also, der Olifant darf sich mal da hinten den Ort schnappen, wo wir ein Sägewerk errichten werden. Such den Feind! Krieger der Heradrim! Folgt mir! Sind Sie das? Ist das der Feind? Jep, das ist der Feind. Oh. Merkt schon, und wieder mal war das eine absolut schlechte Idee, die ich da hatte. Wenn wir mal zurückrennen, vielleicht kriegen wir dich ja noch regeneriert. Oh, dich hat aber doch ein bisschen zerrissen hier. Ach komm, wir bleiben bei den Fernkämpfern. Krieger der Heradrim! Sie greifen uns an! Aufwachen, meine Krieger! Feinde bereit nach Bogenschützen! Ihr geht mal schön zurück. Genauso wie ihr. Oh Leute, ey, ihr dürft doch mal alle platt machen. Ihr müsst nicht mal einen so einen Trupp so sinnlos oder eine Einheit so sinnlos stehen lassen. Waffen! Bogenschützen! Beeilung! So, wir nehmen jetzt gleich mal unsere Haradrim. Und watschen mal mit denen Richtung Front. Und Moment, ihr geht mal zurück, weil ihr werdet anvisiert. Hm, mal überlegen. Vielleicht sowas wie draufhauen. Wäre eine Idee. Ach ja, ich wollte ja hier noch einen Olifantenpferch bauen. Der Feind, der greift an! Wollt ihr auch mal angreifen oder steht ihr nur rum? Weiß man nicht, ne? Komm, lauft einfach weiter. Und jetzt lauft zurück und haut ihn in die Fresse. Zack. So, komm, nehmen wir euch hier vorne mal ein bisschen die Deckung. Zack. Ach, guck an, da haben sich direkt welche versteckt. Ja, das war doch, denke ich, da mal eine richtige Entscheidung. Oh, sehr schön. Ja, ah, jetzt haben wir leider eine Armee, die zu voll ist. Verteidigt das Lager! Unsere Armee ist groß! Verteidigt das Lager! Wir werden Gondor niederwerfen! Der Feind, er greift an! Krieger der Heradrim! So. Erstmal schön Türmchen bauen. Bist du zufällig schon Stufe 2? Nee, natürlich nicht.
Gut, dann wird's wohl nichts mit Stufe 2 oder Feuerpfeil-Upgrades. Na gut, das ist dann halt einfach so. So, da oben ist so ein Lager, das mir nicht gefällt. Und ihr dürft gerne mal da ein bisschen mit drauf rotzen. Und ihr geht mal ganz schnell nach hinten. Na, ob du es überleben wirst? Nein, schade. Ein Trupp verloren, der Stufe 3 war ausgerechnet. Gut, ihr steht da einfach nur rum. Macht mal, gönnt euch. So, einmal alle zurück. Ja, toll, wir können noch nicht mehr einen Olifanten machen. Ja, gut, ihr müsst euch jetzt dann doch wehren. So, da ihr schon an der vordersten Front seid, kriegt immer den Buff. So ein bisschen spät, aber besser spät als nie. So, einmal ein direkter Angriffsbefehl, weil scheinbar sind die ein bisschen stuck, wenn die keinen direkten Angriffsbefehl kriegen, sondern nur einen allgemeinen auf den Boden. Und das ist ein bisschen doof. Ja, schon klar, dass es von Feinden wimmelt. Das sehe ich durchaus auch so. Ja, sehr schön. Da haben wir jetzt das heiß ersehnte Upgrade. Sehr gut. So, das Lager halten wir damit. Dann brauchen wir die letzten hier über den Haufen. Und machen hier erstmal ein paar Türmchen hin, falls er meint, uns ein paar Waldläufer entgegenschicken zu müssen. Wir wollen die ja schließlich auch gebührend empfangen, nicht wahr? Ach Mist, jetzt könnte ich auch die Ostlinge. Super. Habe ich jetzt irgendwie nicht gecheckt. Weil natürlich deutlich stärkere Nahkampfeinheiten wären. Das ist doch gelogen.
mehr Haradrim sind gekommen. Ah, okay, mit der Regeneration scheint es jetzt tatsächlich Ende zu sein. Ach, guck mal, der Fahrer mir, der kleine Lümmel. Ja, Mensch, dann sagen wir dem mal Hallo. Au, der war böse. So, holen wir nochmal Hans Kuck in die Luft hinzu. So, Faramir hat damit abgeschmatzt. Sehr schön. So, kriegt noch ein bisschen Rüstung, damit er auch durchhaltet. Und das war's. Zack. Für die Menschen gibt es kein Morgen. Sehr schön. I like. Tada. So, das war's. Ziele sollen wir alle haben, also sollte das Ganze auch natürlich wieder ein Gesamtsieg sein. Da bin ich optimistisch. Helden haben wir keine. Dafür sehr viele aufgestiegene Einheiten. Sehr schön. Und natürlich ein Gesamtsieg. Das bringt uns dann 2 Spezialfähigkeiten. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.